Oh mein Gott, was tust du denn? So. Ob ich da irgendwie reinkomme? Von hier. Kommt einer. Kann ich pfeifen? Wo kam das denn her? Hey, was war das? Na komm raus. Zieht die Waffen. Wir haben Gesellschaft. Nee. Haut sich der nicht raus oder so? Gut, nichts passiert. Schreck mich! Schreck mich! Wo gehst du hin? Nee. Nee. Aber was? Wachsam. Da bist du ja! Ja, hörst du? Noch viel zu nett für dich! Aui! Das überlegst du nicht! Was einsammeln? Okay, ich weiß halt nicht, wie es besser ist, zu gehen. Aufteilen!
Seht überall nach. Verstanden. Nichts hier. Dem Schicksal entkommst du nicht. Den großen. Deine Mutter wird deine Überreste nicht erkennen. Oh, warte. Ist es vielleicht doch besser, von der anderen Seite zu kommen? Könnte halt auch gut sein, weil die stehen alle links zu mir. Meiner Zehen weggebrannt. Ja, es wird ein großer Krieger sein, der dich der Eins besiegt. Und da du dann tot bist, muss ich mir keine Geschichten darüber anhören. So, wenn der jetzt nach vorne kommt, eliminier man, oder? Nur ein Verrückter würde uns hier angreifen. Erst recht mit der Verstärkung. Niemand kann Unruhen gebrauchen. Wir sind zweifellos hier, um für Frieden zu sorgen. Es geht gar nicht. Kennst du einen guten Witz? Was? Ach, vergiss es. Hey, hab ich schon gefragt? Hey, so, jetzt stirbst du! Reiß dich zusammen, Bass. Hey, ich hab noch blockiert, nein! Verdammt. Ach shit, wo war denn der letzte Checkpoint jetzt? Ach so, hier. Okay. Okay, diesmal gehe ich direkt hier. Oh, er kommt. Kann ich den hier hinlocken? Was denn her? Hey! Ah, jetzt bist du weg. Tschüss, mein Freund. Nächste Woche habe ich Dienst am Kassel al-Hassani. Das ist angenehmer als die meisten Posten, auch wenn es elendweit von unserer Garnison ist. Okay, ich habe einen. Wer uns angreift, erlebt sein kleines Wunder. Aber noch nicht durchgehen. So. Ganz kurz. So, Fragen einsammeln. Da müsste ich ja trotz all dem rüberkommen, ne? Wenn ich da jetzt durch die Tür eventuell durchgehe. Weil dahinter ist eh keiner.
Ah, die kommen schon wieder zurück. Nee, oder? Okay. Was war das? Was? Hä? Warte! Ein Moment! Okay. Okay, ich habe nur ein einziges Messer. Warum ist keiner uns anzugreifen? Du siehst seltsam aus. Habe ich ein Blasrohr noch? Nee. Oh shit. Nein. Ich zermalme deine Knochen, du Feigling! Der eine ist jetzt nicht gestorben. Oh, jetzt falle ich da gleich runter. Springt wieder runter. Du sollst oben bleiben. Ich eliminiere den und den mit dem anderen kämpfen wir. Wer? Den Tod! Au. Verflucht! Der war es auch. Oh shit. Oh, den habe ich nicht gesehen. So, und dann haben wir da vorne noch einen.
sonst ist keiner mehr da, ne? So. Was war's mit dir, Freundchen? Da steht wieder dasselbe. Okay. So, irgendwo ist hier aber noch eine Truhe. Aber unter uns. Wie komme ich denn? Runter. Okay, warte mal, Enkidu ist nicht verfügbar. Da ist halt noch eine Truhe drin, die hätte ich halt gerne. Aber die ist, glaube ich, unten. Er springt da wieder irgendwo hin. Wenn ich da jetzt runtergehe, springt er irgendwo hin. Hier darf ich mich eh ganz normal bewegen. Es gibt eh keine Probleme. Wo haben wir hier noch was? Das ist bestimmt oben, ne? Die ist ober uns, ja. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Lia hatte eh gesagt, ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Dann machen wir das auch. So, warte ganz kurz. Ah, warte. Einen Moment. Bitte. So. Nee, du sollst schon in dem Modus bleiben. Okay, hier ist eh noch kein Sperrgebiet oder so. Die Frage ist halt trotzdem, wie ich nach oben komme. Das ist also untertauchen. Da komme ich nicht ganz raus, ne? Nee. Okay, ja, dann müssen wir eh wieder nach draußen gehen. So, hilft ja nichts, wenn wir hier sind. Okay.
Gibt es hier eventuell noch einen zweiten Aufgang? Hier komme ich auch nicht raus. Hier komme ich. Herzliche Nachricht. Ali, bitte überbringe meinen Befund schnell an den Harem. Barida ist sehr besorgt um den Zustand ihres Sohnes. Seine Krankheitszeichen bedeuten auf Masern hin. Da er nicht über die Rückenschmerzen klagt, die sonst für die Pocken üblich zu sein scheinen, gibt seine Mutter eine Abschrift meines Werks über Pocken und Masern. Es erklärt meine Untersuchungsergebnisse und schlägt eine Behandlung vor. Wünsche ihrem Sohn eine schnelle Genesung. Okay, das ist... Und ihm hier ist das egal, wenn ich da jetzt reingehe. Oh, mit dem sprechen wir dann auch gleich. So. Das sind eine Menge Bücher. Glaub nicht, dass ich ein Bibliothekar bin. Ich bin Schriftsteller. Viele Bücher hier sind meine eigenen Werke. Ich sammle jedoch auch, das stimmt. Diese Stadt verbirgt noch andere seltene und alte Bände. Solltest du einen solchen finden, bringe ihn hierher. Es wird sich für dich lohnen. Bisher nicht. Vielleicht erleben wir nächstes Mal beide mehr als unnötige Worte und Störungen. Okay. Hier komme ich sonst aber nirgends mehr hin, oder? Oder wenn ich hier rausgehe? Ich muss halt irgendwie hoch. Komme ich nirgends hoch. Geht das da drüben? Warte mal, hier unten sind Bücher. Wie komme ich da rein? Hä? Hast du etwas für mich? Bisher nicht. Vielleicht erleben wir nächstes Mal beide... Okay. Hoch möchte ich. Komme ich da über die... Hier müsste ich eigentlich drüber kommen, oder? Oder raufkommen. Über die Fenster. Warte mal, kann ich einen Enkidu mal hochschicken? Ah, Schlüssel. Okay. Die stehen halt alle immer in einem zusammen, ne? Aber hört mich der so? Nee. Aber? Wir gehen hier hoch. Gehen. Nein.
Ah, da ist einer. Ein Hornträger noch dazu. Die zweimal. Er kommt auch. Leihe mir deine Augen. Nein. Hey, was war das? Was ist denn? Was? Komm da rein da zu den anderen. Du kommst auch? Was denn jetzt? Na, komm her. Warte! Was? Hier ist grob nichts mehr. Okay. Das wollte ich nicht, sorry. Bitte, hab doch Mitleid. So wollte ich das machen. Und jetzt möchte ich irgendwie darüber. Meine Mal, das war jetzt alles. Verbotener Bereich. Wieso ist das hier ein verbotener Bereich? Hier bist du nicht.